Heute möchte ich dir ein paar Bräuche und Sitten von Wolga-Kolonisten erzählen. Und naja, heute werden wir über die Hochzeit sprechen. Stell dich vor, du bist ein Braut und du möchtest unbedingt heiraten. Du gehst mit deinen Eltern zum Mädchen, aber was siehst du dort? Da hängt etwas vor der Tür. Und was ist das? Was denkst du? Ein Eimer? Ein Korb? Oder ein Kürbis? Was denkst du? Ich denke, der Kürbis. Nein, das ist ein Korb und er ist leer. Was heißt das? Ich möchte nicht heiraten, bitte geh weg. Das heißt ein Verzicht und tschüss. Oh, wie schade. Ja, schade. Naja, du hast doch ein Ja von deinem Mädchen bekommen. Und was kommt weiter? Du kommst mit einem Geschenk. Und was schenkst du? Du kannst einen Ring schenken und zurück einen Kuss bekommen. Oder du schenkst ein Stück Brot und bekommst ein Schüssel von der Tür vom Mädchen. Oder du schenkst 10 Rubel und bekommst zurück ein Hemd. Unbedingt zweite Variante. Ein Stück Brot. Ja, eine gute Variante, aber doch, das ist falsch. Ein Junge schenkt dem Mädchen von 10 bis 25 Rubel und zurückbekommt ein Hemd. So ist Bräuche und Sitten. Und jetzt kommt dritte Frage. Naja, endlich habt ihr mit Geschenken getauscht und was kommt weiter? Eine Hochzeit. Die Gäste kommen bald, das Essen ist schon fertig und die Gäste bekommen eine Nachricht. Ihr müsst jetzt unbedingt etwas mitnehmen, um nicht hungrig zu bleiben. Naja, eine interessante Warnung würde ich sagen. Aber was müssen die Gäste mitnehmen? Eine Schüssel, Messer und Gabel oder ein Stück Brot? Vielleicht jetzt kommt Brot? Naja, gute Variante, aber doch nicht. So lautet das Sprichwort. Messer und Gabel müsst ihr nicht vergessen, sonst müsst ihr den Finger essen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass diese Information war interessant und neu für dich.